Schulfüller, diesmal der Schulfüller von Big. Hier der Füllhalter der Firma Big. Die Firma ist in erster Linie für ihre Kugelschreiber, Feuerzeuge und Rasierapparate bekannt. Diesen typischen Clip kennen wir von den Kugelschreibern. Hier der Füllhalter. Die Ingenieure bei Big haben sich hier diese Laderampe für die Patronen einfallen lassen. Wir sehen, die Patrone wird so eingesetzt. Wir schieben die Patrone hier rein. Hier wird sie eingeklickt. Wir sehen also die neue Patrone. Wir betrachten die Feder. Diese Feder gehört nun zu denjenigen, die einfach die Kugel durch Pressen der Feder erzeugen. Wir zoomen uns ran. Hier die Griffmulden des Füllhalters und wir kommen zur Feder. Wir sehen hier den Big-Schriftzug und das Firmenemblem und sehen, diese Feder gehört zum Typ der ganz einfachen Federn. Wir sehen, es ist keine Spitze aufgesetzt, sondern die Feder ist zu dieser Spitze gefaltet, Städler. Füllhalter. Wir sehen den Unterschied. Hier die aufgesetzte Kugel. Hier wird die Kugel aus der Feder selbst geformt. Wir sehen durch seine Griffmulden, hier durch diese asymmetrische Form, rollt dieser Füllhalter nicht vom Tisch. Die Kappe sehen wir hier. Nicht sehr stabil, aber durch diesen Clip rollt sie ebenfalls nicht vom Tisch. Und wir betrachten, wie dieser Füllhalter schreibt. Und wir sehen hier bei Big, es ist den Ingenieuren gelungen, eine Feder zu konstruieren, die ebenso gut übers Papier gleitet wie eine mit Iridiumspitze. Also man kann es nicht verallgemeinern, wir sehen auch keine Aussätze. Diese Feder ist ein bisschen elastischer als die Normalfeder.